Herzlich willkommen bei uns, dem Karosserie- und Lackierfachbetrieb Itting, hier im Herzen der Stadt Köln. Wir freuen uns, der Betrieb des Monats sein zu dürfen und euch einen kleinen Einblick in unseren Betrieb geben zu können. Wir drei sind das jetzige Gesicht der Firma Itting in der vierten Generation. Ich die letzte und die beiden davor. Gegründet wurde das Unternehmen von meinen Urgroßeltern. Ja, und von meinem Vater weitergeführt, jetzt an mich übergeben. Dementsprechend gibt es uns schon seit über 80 Jahren und wir sind hier in der Stadt Köln schwer verwurzelt. Wir sind ein sehr steuerungslastiger Betrieb. 85% unseres kompletten Volumens bestehen aus Leasinggesellschaften, Versicherungsschäden und Autohäusern. Das Thema Nachhaltigkeit wird auch für uns Karosserie- und Lackbetriebe immer wichtiger. Allerdings sehen wir das Thema Nachhaltigkeit nicht nur aus ökologischen Perspektiven. Natürlich arbeiten wir auch oder probieren, unsere Prozesse ökologisch anzupassen und weniger Müll zu verursachen und weniger Schadstoffe. Allerdings umfasst dies für mich oder für uns als Familienbetrieb viel, viel mehr. Und das ist eine Zukunftsvision, ein Aufbauen, wie wir in der Zukunft arbeiten wollen. Dafür haben wir hier schon mal die Moonwalk, die digitalisiert Farbe anmischt, was für uns ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Ein wichtiger Schritt, den wir dieses Jahr für uns umsetzen oder komplett umsetzen möchten, nach einigen Anfängen, ist die Digitalisierung. Im Lagerbereich führen wir die nun schon seit einigen Jahren durch mit dem Thema Easy Store, in dem automatisch Produkte gescannt und ausgescannt werden und die Bestellungen automatisch durchgeführt werden. In einem bestehenden alten Betrieb, auf einem alten Gelände, ist immer das Problem, sich mit modernen Techniken auseinanderzusetzen. Was uns immer wieder jeden Tag vor neue Herausforderungen stellt, ist, wie implementieren wir neue Techniken in unserem Betrieb. Wir müssen unsere Mitarbeiter davon überzeugen und sie auch mitnehmen, dass sie diese umsetzen und auf gegebenem Platz zu benutzen wissen. Das hier ist unsere Reparaturannahme, wo die Fahrzeuge, wenn sie reinkommen, komplett aufgenommen werden mit Achsvermessung, mit Fehlerprotokoll und einem Bremsenprüfstand, wo wir auch hier im Hause TÜV-Abnahme machen. Wir haben 8 Vorbereitungsplätze mit Absaugung und alle 8 Vorbereitungsplätze mit Hebebühnen, ein Finishplatz, 4 Spritzkabinen, ein Mischraum, wo eine Moonwalk drin steht. Wie eben schon erwähnt, sind wir ein Traditionsunternehmen. Diesen Standort gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben uns erweitert und sind immer mehr gewachsen. Begonnen haben wir mit 12 Mitarbeitern, mittlerweile haben wir über 30, fast an die 40. Natürlich gibt es dort immer wieder Herausforderungen, die wir gegenüber eines anderen Betriebes haben, der gerade neu und frisch gebaut worden ist. Wir müssen immer wieder neu überlegen, wie passen wir unsere Arbeitsprozesse an, wie gehen wir mit neuen Materialien um. Aber auch hier kriegen wir immer wieder Unterstützung von unseren Lieferanten und Beratern und man tauscht sich auch immer wieder mit Kollegen aus, wie man es am besten schafft, neue Prozesse in alte zu implementieren.